Herzlich willkommen, liebe Kinder. Ich bin's, der Christian aus der Süßmatz Märchenecke. Naja, Märchenecke oder Abenteuerecke, wie man will. Schaut, wie gefällt euch mein Hut? Gut, freue mich. Also, pass auf. Das letzte Mal haben wir gesprochen über die Abenteuermaßen, die Marsmännchen. Könnt ihr euch noch entsinnen? Wir haben aber aufgehört bei, naja, wie die dem Mond gelandet sind, ja. Erst auf dem Mars, dann auf dem Mond. Aber vielleicht wisst ihr schon, was danach geschehen ist. Das müsst ihr rausfinden. Hier ist dieses schöne kleine Büchlein. Schaut es euch an. Aber heute haben wir eine neue Geschichte. Und zwar die Abenteuermaus und der Klimawandel. Jawohl. Liebe Kinder, das habt ihr sicher schon gehört. Es gibt ja ein Problem, nicht wahr, mit dem Klima und so weiter. Aber wollen wir mal schauen, was es damit auf sich hat. Guck mal, die Maus, die friert. Och, es ist kalt. Naja, es gibt Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Im Winter ist kalt. Obwohl jetzt wird es langsam wieder, geht es auf den Frühling zu. Also ich habe das Ganze meinem Enkel, dem Nathan, gewidmet. Ja? Zusammen mit meiner Frau, der Birgit. Ja, guck mal hier. Kennt ihr dieses Mädchen? Kennt ihr die? Das ist die Greta. Jawohl, jawohl, jawohl. Greta mit der Abenteuermaus. Naja, was sagt die Greta in diesem Abenteuer? Sie protestiert gegen den Klimawandel. Ja, mal schauen. Wir wollen kein CO2, sagt sie. Oh. Mal sehen, ob sie recht hat. Ja? Also, ihr wisst, CO2 ist ein Gas, das alle Lebewesen ausatmen. Ihr, liebe Kinder, atmet auch CO2 aus. Sauerstoff ein, CO2 aus, ja, und so weiter. Also, es ist ein lebenswichtiges Gas. Ganz, ganz lebenswichtig. Aber da schauen wir das Problem. Schau mal. Da ist unsere liebe Greta neben der Abenteuermaus. Und die Abenteuermaus springt auf das Rednerpult, hupsch, drauf und sagt, CO2 ist nicht das Problem. Was? Nicht das Problem? Guck mal. Und die Greta guckt ganz, ganz missmutig. Mal schauen, was die Abenteuermaus dazu sagt. Weil die Abenteuermaus ist schlau. Die kann alle Fragen beantworten. Ihr wisst ja, die kann eine Rakete fliegen, die kann ein Flugzeug, die kann ein Auto, ja Auto sowieso, und in einem Fesselballon war sie das letzte Mal. Entsinnt ihr euch? Augenblick, wo haben wir die Maus im Fesselballon? Nur, dass ihr euch mal ein bisschen erinnert, was die Maus alles kann. Die fliegt im Fesselballon. Aber hier geht es jetzt mal um was ganz anderes. Es ist ein aktuelles Thema, liebe Kinder. Also, die Abenteuermaus sagt, nö, CO2, nicht das Problem. Die Greta schaut. Und die Abenteuermaus zeigt euch jetzt, liebe Kinder, wie schlau die ist, wie schlau die ist. Pass auf. Sie sagt, ja, wir müssen die Umwelt schützen und sauber halten. Aber CO2, sagt die Abenteuermaus, ist nicht das Problem. Und dann sagt sie noch was, das ist also ziemlich, ja. Würdet ihr nicht die Schule schwänzen? Weil die schwänzen ja die Schule, die von der Greta, die sagen ja freitags und so weiter, ne, Schule schwänzen. Habt ihr sicher schon gehört. Würdet ihr nicht die Schule schwänzen, dann wüsstet ihr, dass wir ohne CO2 alle sterben würden. Dann wären wir alle tot. Wir wollen ja nicht tot sein, wir wollen ja leben. Wir atmen Sauerstoff ein und Kohlenstoff aus. Kohlenstoff, CO2, naja. So, die Abenteuermaus sagt, das Klima ändert sich mit und ohne uns. Schau mal. Kinder, ihr wacht doch in der Früh auf, da ist der Morgen. So, dann gibt es was Schönes zu essen, schön Frühstück, dann geht ihr zur Schule. Dann wird es langsam Mittag. Und dann wird es Abend. Könnt ihr das ändern? Könnt ihr daran was ändern? Ich glaube nicht. So läuft nun mal ein Tag ab. Also, ich schaue mal.
Na ja. Und die Greta sieht das ein. Ja. Ach, das stimmt ja, sagt sie. Guck mal. Und die Greta bedankt sich bei der Abenteuermaus. Hier, da ist der Beweis. Vorher hat sie so geschaut. Ja, da siehst du mal, wie man seine Meinung ändern kann. Liebe Kinder, wenn jemand etwas sagt, heißt das noch lange nicht, dass es richtig ist. Was macht man? Man forscht nach, man erkundigt sich, man googelt. Ihr könnt ja googeln. So, jetzt pass auf. Ja, da dann die anderen, die Klebekinder und so weiter, ja, die freuen sich auch und sagen, die Abenteuermaus hat recht. So, mal sehen, was da weiter passiert. Ist das schon alles ein bisschen langweilig, was? Oder? Von wegen. Von wegen. Denn viele Kinder sind sehr dick. Oh, dick sind die. Warum? Warum seid ihr so dick, falls einige Dicke zuhören? Weil ihr euch nicht bewegt. Weil er immer nur vom Computer hockt. Naja, jetzt sitzt er ja auch da und hört mir zu. Aber doch nicht den ganzen Tag. Diese Computerspielchen und alles, ja? Erstmal verblödet ihr dabei, das sage ich euch jetzt ganz offen. Und zweitens werdet ihr immer dicker, immer dicker, immer dicker. So. Ja, und der Gesundheitsminister ruft die Abenteuermaus an und sagt, liebe Abenteuermaus, was können wir tun? Abenteuermaus, was ist denn? Naja, die Kinder werden immer dicker. Ach so. Und was sagt die Abenteuermaus? Ich mach euch fit. Ohoho, mal sehen, ob das geht. Die spricht im Fernsehen zu allen Kindern und Eltern und sagt, weg vom Computer, kein Zucker essen und fit bleiben. Naja, wie soll das gehen? Ja, ohne Fitnessprogramm geht's nicht. Also lädt die Abenteuermaus die Eltern und die Kinder zum Fitnessprogramm ein. Guck mal. Handy und Computer verboten. So. Und womit beginnen sie? Mit Joggen. Ja. Guck mal hier. Naja, einige Eltern sagen, wir können nicht jeden Tag mit den Kindern zum Joggen gehen. Kein Problem, du kannst auch auf der Treppe joggen. Hast du das gewusst? Treppensteigen ist viel effektiver und anstrengender, wenn man es will, als joggen. Das heißt, wenn ihr in einem Haus wohnt, das Treppen habt, dann steigt einfach mal jeden Tag vielleicht zwei, drei Treppen hoch. Also nicht nur drei Treppenstufen, das wäre ja faul, sondern Stockwerke. Ja, das ist, guck hier. Die Maus lädt euch ein zum Treppensteigen. Naja, wenn ihr aber, sagen wir mal, nicht jeder hat ja einen Swimmingpool, ja? Wenn ihr wollt, dass der ganze Körper aktiviert wird, alle Muskeln, dann müsst ihr schwimmen. Ja, schwimmen. Wer nicht schwimmen kann, der kriegt so das Schwimmärmelchen. Da könnt ihr dann schwimmen, ja? Kann sich bewegen. Hier, Schwimmflügel, bitte. Ja, schon, 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 werdet ihr sagen, aber, gibt es noch was anderes? Tanzen! Ja, guck mal. Tanzen, wir müssen tanzen. Wir danken unserer Verlegerin Elke Straube, dass sie diese schönen Bücher verlegt und die Kinder die haben können. Und natürlich unserem großartigen Balarupa, ja? Der die Illustrationen macht. Guck mal, wie schön der malt. Wie schön der das kann. Ja. Naja. Jetzt stellt die Maus euch eine Frage. Wozu habt ihr Arme und Beine? Wer weiß? Wer weiß es? Ist doch ganz klar. Um euch zu bewegen, habt ihr Arme und Beine. Zu bewegen, so. Körper muss bewegt werden. So. Und das hat ein Kind gesagt hier, sagt die Maus hier, und was tut er? Stattdessen hockt die ganze Zeit vom Computer Computerspiele. Naja, also sagt die Maus, alle Kinder und Erwachsene heben die Hände. Mach mal mit so. Gut. So, Hände hoch, Hände runter.
Auch wenn ihr vom Computer sitzt, sogar jetzt könnt ihr das machen. Hände hoch, Hände runter. Hände hoch, Hände runter. Hände hoch, Hände runter. Hände hoch, Hände runter. Hände hoch, oh, habe ich vergessen. Hände hoch und so weiter. Ja? Also, liebe Kinder, wisst ihr, was auch wichtig ist? Und ich glaube, eure Eltern werden euch das auch sagen, dass ihr das regelmäßig macht, jeden Tag. Wie wäre es, bevor ihr in die Schule geht oder in die Kita, dass ihr einfach mal eine Treppe hochlauft? Müssen nicht gleich das ganze Haus sein, aber eine Treppe hochlaufen. Und dann Hände hoch, Hände runter. Hände hoch, Hände runter. So. Das machen die. Guck. Hände hoch, Hände runter. Ja? Na, mal sehen. Oh, und da gibt es noch so viele Sachen. Ich will dann was vorwegnehmen. Oder nichts vorwegnehmen. Du kannst zum Beispiel mit deinem Hund um die Wette radeln. Was? Ja. Der Dackel läuft vorne weg. Ist das ein Dackel? Ich glaube schon. Wir mal Balarupa fragen. Ja, läuft vorne weg. Übrigens, wisst ihr, dass zum Beispiel ein Terrier auf kurze Distanz schneller ist als ein Auto. Ja, ja. Naja, jetzt sehe ich etwas, das sollte ich eigentlich nicht zeigen. Denn die Kinder werden ja immer dicker. Aber der ist auch dick. Ja, aber das ist was anderes. Das ist ein sogenannter Sumo-Ringer. Der ist stärker als ein Gorilla, sagt er. Weil die Sumo-Ringer, müsst ihr wissen, sind auch in Japan und überhaupt, überall auf der Welt sind die, aber Japan. Die sind sehr dick. Die essen jeden Tag 10 Kilo Reis oder ja, alles Mögliche. Stopfen sie rein. Warum? Ja, aber das tun sie auch nicht, um jetzt nur da zu sitzen, sondern sie benutzen diese Energie, um Sport zu machen. Ja, was Sumo ist, könnt ihr googeln. Wer googelt, hat mehr vom Leben. Soll ich euch mal sagen? Ein Gepard. Wisst ihr, wie schnell der ist? Ein Tier. 100 Stundenkilometer. Schaut mal, was der Balarupa da gemalt hat. Aber der langweilt sich da oben und sagt, ich mache das alles ohne Sport. Wie geht das, liebe Kinder? Warum ist ein Gorilla so kräftig, der isst nur Bananen? Der macht doch nicht Liegestütze und Sport und so weiter. Warum? Wer weiß es? Wer weiß es von euch Kindern? Warum ein Gepard 100 Stundenkilometer schnell ist und ein Gorilla so stark, dass er den Sumo-Ringer packt und sagt, dich hebe ich mal kurz hoch. Macht der Gorilla Liegestütze? Geht der Gorilla schwimmen? Klettert er auf Bäume? Der ist einfach so stark geboren. Das ist natürlich dann was anderes. Ja, wenn der Gorilla, warte mal, wenn der jetzt immer nur da sitzen würde, würde nur fressen, dann wird er auch irgendwann, ja, auch ganz dick werden. Also das, hier. Jetzt stelle ich euch eine Frage. Kennt ihr jemanden, zum Beispiel, nehmen wir mal einen Gewichtsheber. Der hebt das Doppelte seines Gewichtes. Guck mal. Jetzt fragt er, gibt es, sagt er, ich kann das Doppelte heben. Platz bald. Und da sagt, guck mal hier, da sagt die Maus, ich kenne jemanden, der kann das 30-fache seines Gewichtes heben. Das 30-fache. 3 mal 10 ist 30. Was soll denn das sein? Jemand, der das 30-fache seines Gewichts hebt, ja, das muss ja, wie geht denn das? Na, sagt der Gewichtheber, das gibt's nicht, das kann keiner. Und wer kann das, liebe Kinder? Und viele wissen es nicht und ihr werdet es jetzt erfahren und deshalb seid ihr dann schlauer als manche andere. Die Ameise! Die Ameise. Die schleppt das 30-fache ihres Gewichtes. Wenn eine Ameise so groß wäre wie ein Mensch, könnte sie durch eine Mauer laufen. Das wird die gar nicht merken. So stark ist die Ameise.
Schaut mal hier. Jetzt mal nur symbolisch, die hebt so ein, ja? Das 30-fache. Eine Ameise, wenn du dir eine Hantel gibst, die kann das 30-fache heben, ihres Gewichts. Das ist unglaublich. Es wäre so, als wenn der Gewichtheber, warte mal, was wiegt der? Naja, sagen wir mal, wie viel kann er wiegen? Er wiegt vielleicht, also sagen wir mal, er wiegt 100 Kilo. Ja, kann der 3000 Kilo heben? So viel stärker ist die Ameise. Und jetzt kommt ein Abenteuer. Wisst ihr, was das ist? Ich will nicht zu viel verraten. Danke, liebe Kinder. Und bitte schaut euch die Abenteuermaus an und tut, was sie sagt. Hört auf eure Eltern, habt alle lieb und in der Kita oder in der Schule nicht die anderen ärgern oder mobben, sondern ihnen helfen. Tschüss! Tschüss! Und jetzt, liebe Kinder, kommt das Lied von der Abenteuermaus. Ich bin die Abenteuermaus. Ich lach euch alle aus. Ich will Spaß. Ich will Spaß. Und wenn ich etwas nicht verstehe, dann mach ich keinen langen Schmäh. Denn ich frag, was ist das? Alle Kinder lieben mich und die Erwachsenen auch. Ich mach alle Kinder froh und die Erwachsenen ebenso. Ich bin die Abenteuermaus, ich lach euch alle aus. Am liebsten esse ich Käse mit etwas Mayonnaise. Ich hab auch eine Rakete und ein Gummiboot. Ich geh gern in den Zoo, da bin ich super froh. Da sind alle meine Freunde und viele liebe Leute. Ich bin die Abenteuermaus, ich lach euch alle aus. Ich will Spaß, ich will Spaß. Und wenn ich etwas nicht verstehe, dann mach ich keinen langen Schmäh und frag, was ist das? Alle Kinder lieben mich und die Erwachsenen auch. Ich mach alle Kinder froh und die Erwachsenen ebenso. Ich erzähle gern Geschichten, die ich meist erdichte, auch wenn sie keiner glaubt. Ich sag es euch ganz laut, ihr braucht nur Fantasie, dann versteht ihr sie. Ob hier, ob auf dem Mond, da hab ich auch schon gewohnt. Ja, ich bin die Abenteuermaus, ich lach euch alle aus. Und ich treib die schlechte Laune aus. Und wenn ich etwas nicht versteh, dann mach ich keinen langen Schmäh und frag, ja, was ist denn das? Alle Kinder lieben mich und die Erwachsenen auch. Ich mach alle Kinder froh und die Erwachsenen ebenso. Kommt mit auf die Reise, die ganze Welt steht uns offen. So hab ich schon ganz viel erlebt und viele liebe Freunde getroffen. Ich bin die Abenteuermaus, ich komme jetzt zu euch nach Haus. Ich will Spaß, ich will Spaß. Ich singe jetzt für euch mein Lied. Und bitte macht doch alle mit. Ich bin die Abenteuermaus. Ich lach euch alle aus. Ich will Spaß. Ich will Spaß. Und wenn ich etwas nicht verstehe, dann mach ich einen langen Schmäh. Ich frag einfach, was ist denn das? Alle Kinder lieben mich und die Erwachsenen auch. Ich mach alle Kinder froh. Und die Erwachsenen ebenso. Ich bin die Abenteuermaus. Und das Lied ist aus.